Yo Leute, was geht? Willkommen zu der vierten Folge von Captive Minecraft. Ich bin wieder unten am Start und ja, also ich zeige euch nochmal kurz, wo wir in der letzten Folge hier aufgeräumt werden, wenn ihr das nicht gesehen habt oder schon wieder vergessen habt. Und hey, wartet mal. Hey Jungs. Achso, jetzt dachte ich, da ist gar kein World Border, Alter. Zieht euch jetzt mal rein hier. Man sieht den überhaupt nicht. So ganz leicht, aber ich hätte echt gedacht, hier ist kein World Border jetzt. Ich glaube, das liegt auch irgendwie dran, weil ich jetzt weiter unten bin und vielleicht irgendwie wegen dem Fork oder so, der gar nicht da ist irgendwie. Oder doch? Ja, seht ihr da hinten? Da ist der Nebel. Vielleicht liegt es auch an dem, weil hier sieht man auch keine Grenze, ne? Überhaupt nicht. Aber wenn ich mich jetzt hochbaue, passt auf, das ist das Komische, jetzt sieht man's, weil jetzt wahrscheinlich der Nebel auch weg ist. Also, liegt irgendwie am Nebel, verstehe ich aber nicht, aber egal. Naja, also, einer hat auch geschrieben irgendwie, dass man alle Achievements haben muss, dass man in das Portal gehen kann. Das glaube ich jetzt allerdings nicht, weil, naja, so viele sind es ja eigentlich auch nicht mehr, bis ich da rein kann. Ich muss ja nicht das ganze Portal aufdecken. Oder muss ich das ganze Portal aufdecken? Also muss die Grenze über dem ganzen Portal sein, dass ich reinspringen kann? Oder reicht es, wenn sie einfach nur über dem ersten Block drüber ist, dass ich bei den ersten drei Portalblöcke quasi habe, die ich reinspringen kann? Versteht ihr? Ich weiß nicht, ob das reicht. Weil da sind auch alle hinteren sind schon aktiviert, ne? So in dem Sinne, dass ich da hinten gar nicht hin muss vielleicht. Und nur die vorderen da. Die vorderen 5 aktivieren muss. Also brauche ich quasi 5 Ähneaugen. Das wird ja mal eine Challenge, wenn die hier nicht irgendwie versteckt sind in Truhen oder so. Und ja. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele Achievements man da wirklich braucht, aber lasse ich mich halt überraschen, ne? Na gut, also auf jeden Fall will ich in dieser Folge endlich mal zu dieser einen Insel da hochschauen. Die ganz oben in der Luft ist. Hier ist auch eine Höhle. Da kann ich ja leider nicht hin. Sehr, sehr schade. Könnte immer so... Oh nein! Oh yes! Da kann ich hin, glaube ich. Da kann ich hin. Stop. Warte mal, kann ich da hin? Oh nein! Ich glaube, das ist die Grenze genau vor dem Diamantblock. Sowas ist immer richtig die Arschkarte, ne? So, hier ist die Grenze. Wham. Oder? Oder ist er hinter dem Diamantblock? Ey. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber es ist auch richtig gefährlich jetzt gerade. Verdammt nochmal. Okay. Schön langsam herantasten. So. Ja. Okay. Also ich sehe das überhaupt nicht hier unten. Richtig schwer. Es darf nur kein Skelett kommen. Sonst bin ich angepisst, ne? Dann ist alles vorbei hier. So, also wie es aussieht, kann ich den Diamant abbauen. Richtig geil. Oh mein Gott. Oh, das ist so gefährlich hier. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr Blöcke platzieren. Dass eine geringere Chance ist, dass er da reinfliegt. Okay, ja, okay. Das ist jetzt irgendwie trotzdem scheiße. Also, 2 Diamanten sind ja auf jeden Fall noch. Vielleicht auch noch 3. Kann ich mir jetzt aber nicht ganz genau anschauen, weil hier die Grenze ist. Verdammt nochmal. Vielleicht. Oder hoffentlich vergesse ich die Diamanten hier nicht. Da ist auch noch Lapis Lazuli. Na gut. Also dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal wieder hoch. Wir können hier nochmal Boden ein bisschen ausreißen. Vielleicht finden wir nochmal so eine schöne Höhle. Obwohl wir schon Layer 8 sind. Naja. Naja, ach so, hier unten bin ich ja schon mit dem Zeug. Aber machen wir da mal wieder zu, dass wir noch nicht reinfahren. Da frage ich mich immer noch, was das sein könnte. Seht ihr? Hier ist Bedrock, das... Weil da war ja auch kein Wasser oder so, dass das irgendwie Lava war und dann zu Obsidian wurde. Verstehe ich immer noch nicht irgendwie. Finde ich, ist mir noch ein Rätsel, was das ist. So, jetzt bist du da gefangen. Haha. Tja. So. Müssen wir mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich mir eine Diamantspitzhacke craften soll. Weil vielleicht ist da ja irgendein besonderer Block drin. Vielleicht ein Emerald oder irgendwas. Ja, hier kann man rundum nicht rein. Und das auch irgendwie Obsidian. Und muss der, das muss doch der Typ irgendwie platziert haben.
denke ich mir jetzt gerade. Weil anders wäre es doch nicht hier hingekommen. Na gut, also das werden wir auf jeden Fall noch sehen. Okay, das ist jetzt irgendwie gefährlich. Nicht, dass ich mich da drauf stelle. Manchmal bin ich ja schon so ein Idiot, dass ich mich da drauf stelle und einfach runterbaue. Weil ich das hier noch ein bisschen besser anschauen werde wahrscheinlich. Wenn ich dann eine Diamantspitzhacke habe, aber ich habe bis jetzt erst zwei Diamanten, glaube ich. Ja, einen habe ich ja schon abgebaut, sonst hätte ich ja das Achievement bekommen. Okay, okay, ich glaube, hier ist ein Schleim. Kann es sein? Hey, you, kann es sein? Oder doch eins weiter oben? Ja. Hallo? Ah, Eisen, geil. Super. Ja, okay, der ist eins weiter oben, der Schleim. So. Passt. Also, schönes Eisen abbauen hier. Level 18 bin ich schon. Sehr nice. Sonst noch was? Alles Kostbares hier schön mitnehmen. Ich sollte hier ein bisschen besser rumbauen wahrscheinlich. Hier sollte man in jeder Ecke schauen, glaube ich. Weil man hat ja auch nur so einen begrenzten Raum und ich glaube, dass der hier überall in den Steinen so Truhen versteckt hat. Das sind halt nur sauschwer zu finden, weil das ist ja jetzt fast schon ein Chunk hier, in dem ich drin bin. In dem überall irgendwie was versteckt sein kann. Also ich denke mal, diese Welt ist voller Schätze, sag ich mal. Okay, was haben wir da unten? War ich da schon? Ist das das, wo der Diamant ist? Yes. Da. Da ist der Diamant. Oder da sind die Diamanten. Oh, Gold. Jawohl. Ja, dann lasse ich das einfach mal offen. Brauche jetzt nicht zubauen. So. So, vielleicht schauen wir in der nächsten Folge mal irgendwie, dass wir da ein bisschen, ja, besser rumbauen. So meinen quasi durch diesen ganzen Chunk von oben nach unten. Also nicht irgendwie so gerade, sondern von oben nach unten, weil, ja, dass man das, ja, weil das sind ja, man muss ja hier von oben bis unten schauen. In den Steinen und überall kann ja überall was sein, versteht ihr? Wenn wir nur so zur Seite irgendwie Steine abbauen, dann bringt das ja nicht viel. Könnte man auch jeden Layer machen, aber das, glaube ich, geht schneller, wenn man von oben nach unten macht. Na gut, dann gehen wir mal weiter hoch hier. Nächster Layer. Ich habe immer noch meinen schönen Heiltrank. So. Ah, da sind gleich zwei. Oh, drei. Alter, nice. Da kommt der. Immer wieder gerne, schlacht ich euch ab. So. Bam. Bam. So. Danke, danke, danke für eure Bälle. Das hört sich jetzt überhaupt nicht schwul an oder so. So. Wo ist denn noch einer? Hm? Ich höre noch was. Was ist denn los? Hm, komisch. Der wird irgendwo anders sein. Irgendwo eingesperrt. Und allein gelassen. So. Also wie gesagt, wir schauen jetzt mal hoch. Auf diese eine schwebende Insel da. Erstmal schmelzen wir hier unser Gold. Und ihr habt noch irgendwie gemeint, dass man nur, dass man ja 8 goldene Nuggets braucht. Oder nur 8 Goldbarren. Um den goldenen Apfel zu craften. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon ausprobiert, aber mit den goldenen Nuggets hat es auf jeden Fall nicht funktioniert, glaube ich. Oder habe ich nicht schon den goldenen Apfel gecraftet und dann habe ich kein Achievement bekommen? Ich weiß gar nicht. Also mit den goldenen Nuggets funktioniert es auf jeden Fall nicht. Mit den Eisenbarren müsste es schon funktionieren, aber also ich weiß es nicht. Soll ich das wirklich tun, Leute? Weil das hieß ja Notch Apple, also vielleicht brauche ich ja echt jetzt irgendwie 8 Goldblöcke. Weil es gibt ja einmal diese Version von dem goldenen Apfel und einmal die.
dass man hier 8 Goldblöcke hinlegt. Oder kennt ihr die Version gar nicht? Oder gibt es die vielleicht gar nicht mehr? Aber eigentlich gibt es die schon noch. Und das ist dann der Notch-Apfel. Weil der halt so teuer ist, ne? Versteht ihr? Ja, ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher, ob ich das machen soll. Ich mache jetzt erstmal ein Backup, ne? Dann, jo, crafte ich mir den. Und wenn ich keine Achievement bekomme, dann nehme ich oder lade ich wieder den alten Backup her, weil sonst habe ich hier einfach mal 8 Gold verschwendet und nicht mal ein Achievement bekommen. Wäre ja sinnlos, ne? So, also dann testen wir das mal aus. Hier 8 Gold. Und nope. Also ich habe kein Achievement bekommen. Eigentlich hätte ich ja das hier bekommen sollen. Aber ihr seht, man braucht den Notch-Apfel und da braucht man 8 Goldblöcke. Jawohl. Na gut, wir sehen uns in dem alten Backup wieder. So. Also Gold ist wieder hier. Dann können wir ja schon mal 2 Goldblöcke craften. So, schon einen kleinen Fortschritt hier haben. Die können wir doch, glaube ich, auch wieder zu einem Barren machen. So. Ich verstehe aber immer noch nicht, warum ich da nur 6 goldene Nuggets bekommen habe und nicht irgendwie 9 oder so. Dass mir wenigstens einen Goldbarren craften kann. Mysteriös. Ein Fall für Galileo Mystery. Okay, haben wir noch irgendwo Eisen, was wir schmelzen müssen? Ich glaube nicht. Dann hauen wir das mal rein. So. Legen das hier alles rein. Was wir nicht brauchen. Können wir mal Pfeile mitnehmen. Falls es Nacht wird und wir da unten ein Skelett sehen und dann uns abschießen, dann bekommen wir ein Achievement. Wenn wir es von mehr als 50 Blöcken Entfernung abschießen. Ja, also 2 Diamanten haben wir jetzt schon mal. Ein Schwert will ich mir allerdings nicht craften, weil was bringt denn das schon? Das heißt, ja, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Auf diese schönen Insel. Nachdem ich diese Bäume hier abgejagt habe. So. Also, die Bäume sind gefällt. Also, wir haben jetzt hier 2 Kühe. Das ist richtig cool. Das heißt, wir können die ja mal züchten. Ups, sorry. Jetzt nehmen wir unsere Erde. Darf keiner raus. So, setzen wir wieder hin, pflanzen natürlich. Das ist wieder der beste Platz hier. Könnten sie ja auch auf diesem Farmland hier platzieren. Habe ich ja auch in den Fakten gezeigt. Ja, gut. Und jetzt können wir eigentlich nach oben gehen. Aber ich crafte mir erst noch vorsichtshalber eine Spitzhacke, ne? Kann man ja immer brauchen. Man weiß ja nie, wann man sie braucht, ne? Braucht man sie mal, dann hat man keine. Das sieht man immer wieder. Okay, also ich bin mir recht nicht sicher, was es oben ist. Es sieht ein bisschen aus wie Seelensand und Netherstein. Aber um das herauszufinden, ne, müssen wir erstmal hochschauen. Ich könnte mich aber auch mit diesen Blöcken hier hochbauen, hier. Mit Diorite und Dings und Bums und dies, das. Ja, kommt hier, wir gehen jetzt hoch. So. Jetzt. Okay. Dann nehmen wir nochmal den Stack mit. Nehmen wir ganz viel mit. Ich möchte vielleicht auch noch ganz hoch. So, also jetzt geht's hoch hinaus, Leute. Zu durchbaumann. Ich hoffe, dass ich auch wieder runterkomme dann. Vielleicht sollte ich ja. Ach. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich hatte noch mal einen Wassereimer, ne? Ich brauche unbedingt einen Eimer. Fällt mir gerade auf. Dass ich hier wieder irgendwie sicher runterkomme. Ohne dass ich mich vielleicht auch runterbauen muss. Das ganze Stück.
Okay, also Holz habe ich ja dabei, also kann ich mir schön was Schönes craften. Spitzhacke oder so Zeug. Ja, und jetzt gehen wir endlich mal hoch hier. Mensch. Haben wir auch mal einen schönen Überblick über die Sachen, die hier so rumstehen. Oh. Ah, Mensch, ich wäre so gerne draußen, auf der anderen Seite von dieser Grenze. Oh, da sind Truhe. Da sind... Ach so, deswegen habe ich mal gedacht, da ist noch eine. Und in der nächsten Folge habe ich dann gesehen, dass da zwei sind. Sieht ja fast gleich aus hier. Nee. Aber ich... Drei Truhen sind da nur noch. Wow. Die bekommt man aber auch erst sau spät. Und dann bringen sie mir wahrscheinlich eh nichts mehr. Ach. Mann, Mann, Mann. Okay. Ach, verdammte Scheiße. Jetzt habe ich echt nur... Ne? Ans Wichtigste denke ich nicht. Ans Essen. Hm? Jetzt habe ich ein Brot mitgenommen, um den ganzen Weg hier hochzugehen. Also, ich hoffe jetzt einfach mal, dass da oben irgendwie was zu essen ist, sonst bin ich richtig am Arsch. Bin richtig am Arsch. Oh Mann, Alter. Wieso denke ich nicht ans Essen? Und alles ist gedacht, nur ans Essen nicht. Wow. Alter. Hey, wie... Wollt ihr mich alle verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Hey, ist das gerade euer Ernst? Ich brauche unbedingt ein Skelett, was ich hier abschießen kann. Hoffentlich spawnt unten ein Skelett, dass ich das abschieße und dann wird die Welt ja einen halben Block größer und dann kann ich hier die Truhe öffnen. Weil sonst bin ich richtig gearscht, Alter. Zieh jetzt rein, ne? Ich bin jetzt hier oben. Die Welt muss noch einen halben Block größer werden. So, und dann kann ich die Truhe erst öffnen. Das ist so scheiße. Richtig Arschkarte jetzt gerade gezogen. Okay, hier wird nix sein. Ne, ist keine Truhe mehr. Puh. Ja, das ist doch echt... Ist das vielleicht... Ich glaube, da oben ist ein... Oder sehe ich das schlecht? Das sieht jetzt gerade echt aus wie ein Niederstein. Wenn ich da oben bin, ist es wahrscheinlich echt Erde. Ja, ist jetzt kein Skelett? Ne, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, Leute. Ja, dann gehen wir mal hoch. Schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Wir sind schon über den Wolken. Das sind die Gummibären. Bande. Nehmen wir wieder Diorite. Okay, was brauchen wir denn noch? Oh Mensch, ist ja schon ein ganzes Stückchen, ne? Ein ganzes Stückchen ist ja noch vor uns. Ja, jetzt habe ich ja schon die 16.000 Abos geknackt. Ist ja echt richtig nice, ne? Ich wollte eigentlich so 15 Fallen in Minecraft Video machen. Ich habe ja schon mal sowas ähnliches gemacht. Ja, das ist echt Niederstein, seht ihr? Ich habe ihn nicht verarscht. Also rum wird wahrscheinlich das Niederportal sein. In dem es ja logischerweise dann zum Nieder geht, ne? Also oben im Himmel ist die Hölle. Was soll die Scheiße? Müsste da eigentlich im Boden sein. Hm. Na gut. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, Leute, hat's mich jetzt gerissen! Alter! Scheiße, Mann! Ich hab damit auch überhaupt nicht gerechnet, ne? Verdammte Scheiße. Plötzlich kommt da ein Gast daher, ne? Schießt mich ab. Ich wollte mich retten hier mit Wasser. Das wäre richtig episch gewesen, aber... Ist leider misslungen. Und es sterben ja auch noch Hühner. Aber ich lade eh den Backup her. Das wollte ich eigentlich nicht reichen, dass meine Tiere jetzt sterben. Na gut, dann lade ich mal wieder den Backup her. So, also hier sind wir jetzt wieder. Und, also ich möchte da jetzt erstmal nicht nochmal hochgehen. Bevor ich mir irgendwie was ausgedacht habe, weil... Also wenn ich da oben bin, spawnt dann Ghast. Also wie soll ich das machen? Ich müsste irgendwie hier... sowas bauen. So einen Schutz um mich rum. Dass dann jeden Block, den ich höher gehe und das... richtig übertrieben viel Pflasterstein, so viel habe ich noch nicht.
Oder ich gehe einfach wieder auf Risiko und versuche mich da hochzuschleichen, aber wenn dann Gras kommt, bin ich wieder am Arsch. Ja. Oh. Bei mir donnert's. Na gut. Also, ich würde sagen, ich probiere es einfach mal nochmal. Eigentlich wollte ich ja diese zwei Kühe hier züchten. Ich habe übrigens wieder die Samen angepflanzt. So. Also, wie gesagt, ich probiere es nochmal. Sorry. Mach oben dann, bevor ich ganz oben bin, bevor die Gas spawnen, ein Backup. Und dann kann ich es halt öfter probieren. Ich denke mal, es ist ein bisschen pussyhaft. Also immer so Backups zu machen und dann, wenn ich sterbe, einfach... Oder wenn ich sterbe, dann den alten Backup wieder zu benutzen. Aber, ja, ist mir wurscht, ne? So, jetzt nehmen wir erstmal mit unserem Eimer hier diese Wasserressource. Gut. Und machen hier dann eine unendliche Wassersource. Jawohl. So. Dann können wir dann irgendwie da runterspringen, wenn wir den Pool treffen. Und ja, also auf jeden Fall, bevor ich da jetzt nochmal hochgehe, brauche ich erstmal was zu essen. Das ist ganz wichtig. Und ich sollte vielleicht nochmal ein Achievement bekommen, dass ich diese Truhe da oben auch öffnen kann. Ja, also ich bereite mich auch nochmal vor und dann gehen wir gleich hoch. Also um euch nochmal ein Update zu geben, ich habe mal geschaut jetzt, wie man den Kuchen craftet. Und man braucht drei Eimer. Drei Eiseneimer mit Milch. Also die Milch ist kein Problem, aber die Eiseneimer halt. Könnte ich mir jetzt genau craften, aber dann hätte ich halt null Eisen, ne? Also das mache ich jetzt erstmal noch nicht und ich brauche auch zwei Zucker und ich glaube, ich habe nur... Wieso leckt's denn? Nur einen Zucker? Also, wird wohl nicht gehen, aber dann gibt's hier noch ein Problem und zwar ich habe Diamanten abgebaut und habe ich dieses Achievement hier freigeschalten. Ich muss Diamanten zu einem anderen Spieler werfen. Also einen anderen Spieler quasi Diamanten geben. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll im Singleplayer. Also, wie das auch bei Kühen oder so? Wir schwollen. Bin ich denn hier ganz allein? Oh Mann. Oder wenn man einen Hund hat. Wenn man einen Hund hat, wird das funktionieren. Aber hier gibt es doch keine Hunde. Was bilde ich mir ein? Ja, wie soll ich diese Challenge denn schaffen, wenn hier kein zweiter Spieler ist? Oh Mann, ich bin so allein. Na gut, also diese eine Challenge können wir voraussichtlich irgendwie nicht schaffen. Okay, also wenn ich einen Zaubertisch crafte, dann bekomme ich nochmal ein Achievement. Baue ein Netherportal zu dem Nether. Das ist wahrscheinlich dann der im Himmel oben, was wir gerade gesehen haben. Oder auf dem Netherstein halt. Ich könnte ja auch einen Fisch mal craften. Einen Fisch angeln natürlich. Ja. Ah, es ist gerade irgendwie scheiße. Ich möchte noch ein Achievement unbedingt haben. Ach, wartet. Da gibt es ja noch dieses hier. Ha. Passt auf. Hier sind jetzt drei Kühe, oder? Yes. Normalerweise schon, oder? Ja, okay, jetzt habe ich auf jeden Fall dieses... Leder-Achievement. Ich habe doch vorhin diese Kuh gezüchtet. Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass hier jetzt nur noch eine Kuh ist. Aber hier kommen eh neue dazu. Ah, Schweine haben wir bekommen. Das ist nice. Kann ich jetzt leider nicht herführen. Ich hoffe einfach mal, dass es da reinläuft. Machen wir hier mal zu. Ups, ist was drin? Ne, so was Huhn, was rausgeglitscht ist. Verdammte Scheiße. Jetzt haben wir... Oh. Also da hätte ich... Ah, Mensch. Hätte ich halt noch... Hätte ich halt erst... Ach, wäre ja nicht gegangen, wenn ich erst eine Kuh getötet hätte. Hätte ich es ja nicht mehr züchten können. Züchten können. Ha, ha, ha.
Er ist jetzt echt nur noch eine Kuh. Oder... Ah, verdammte Scheiße. Ich habe den... Ich habe den Backup gemacht. Und da habe ich ja dann noch nicht die Kühe gezüchtet. Also in dem Backup. Ach, Scheiße, Mann. So eine Scheiße. Jetzt muss ich nochmal warten, bis ich eine Kuh bekomme. Na gut, also. Damit wir das jetzt noch schaffen, baue ich mich da jetzt endlich mal hoch. Zu dieser Scheiße. Ich brauche noch Essen. Ich brauche noch Essen. Ja, ich nehme einfach die... Die Äpfel mit, die werden mir schon reichen. Ja gut, also ich fange dann schon mal an, baue mich nach oben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier sind wir jetzt mal wieder und hier ist die Truhe und wir können sie öffnen. Ist das geil. Ja, also hier in vielen Truhen bekommt man einmal wieder so diese Golden Nuggets und langsam aber sicher kann man sich dann auch einen Golden Apfel craften. Und also ich schätze mal, dass diese Truhen immer so eine Hilfe sind für die Achievements. Deswegen, ich weiß aber jetzt auch nicht, wofür das verrottete Fleisch irgendwie eine Hilfe sein soll. Irgendwie ein Achievement zu bekommen. Oder die Ranken. Ich glaube, die haben da mit irgendwie nichts zu tun. Oder? Wie kann das denn ein Achievement sein? Oder wenn man sich irgendwie moosige Pflastersteine craftet? Nee. Oder Kürbiskuchen. Oder ist es einfach nur zum Essen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den essen soll. Ich behalte ihn erstmal. Ja, jetzt baue ich mich erstmal so rüber. Ganz rüber. Das wird irgendwie unter dem Niederstein sein. Dann hoffe ich mal, dass uns der Gast nicht irgendwie so leicht runterschubst. Ja, ich lasse jetzt einfach mal unausgeleuchtet und vielleicht kann ich dann von oben irgendwie hier ein Skelett abschießen, wenn er einspawnt. Oder ich bleibe einfach mal ein bisschen AFK, warte dann und dann ist die Welt nochmal einen halben Block größer. Das wäre richtig nice. Ich glaube, wir haben da nicht so viel Glück. Oh, da ist nochmal eine Truhe, seht ihr? Auf dem Baum. Yeah! Cool, da brauche ich aber noch 3 Achievements oder so. Und ich glaube, das ist noch 3 Blöcke oder so entfernt. Ja. Okay, langsam wird es knapp mit den Blöcken. Ah, kommen wir schon hoch. Mit dem Essen wird es langsam knapp. So. Okay, langsam muss ich aufpassen hier. Ich muss jetzt dann aber auch langsam aber sicher schon mal ein Backup machen. Okay, bis wir bei 25 Blöcken sind, dann... So, Leute, jetzt mache ich ein Backup. Nicht, dass wieder ein Gras spawnt. Ja, bis gleich. So, Back ist geupt. Genau. Und jetzt... Schauen wir mal, wie es hier läuft. Also ich sollte mich vielleicht beeilen und nicht immer stoppen. Nein! Okay, Fail. Fail der erste. Okay, jetzt hier beim zweiten Versuch. Werde ich meine Taktik ein bisschen ändern. Da fange ich jetzt nämlich mit dem an, was ich unten schon gezeigt habe. So. 2 Blöcke. Das wird aber verdammt knapp mit den Blöcken. Ich sag's euch. Wie viel haben wir da noch? 36. Oh mein Gott. Okay, machen wir das einfach so. Ist gleich besser. Ja. Langsam aber sicher wird das was. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Hey Leute, also von den Blöcken her... Mist. Ich kann das nicht tun, Leute. Mann, ich habe viel zu wenig Blöcke.
Mist, Mist, Mist. Was mache ich denn? Muss ich die hier nochmal abbauen? Muss irgendwie eine Lösung jetzt finden. Ich kann doch nicht wieder ganz nach unten jetzt. Nur weil mir die Blöcke nicht reichen. Ja, okay, dann versuche ich irgendwie die zwei hier trotzdem weg zum Bauen. Oh mein Gott. Oh, Alter, das war jetzt ein Schock. Okay, ich versuche mal so auszukommen. Schauen, ob ich dann immer noch nicht runterfall. Ob ich es überlebe. Den Angriff vom Ghast. So, aber jetzt ganz schnell. Das hilft mir wahrscheinlich eh nichts, weil der immer gleich schnell spawnt. Habe ich das Gefühl. Ach, kommt. Ist doch unfair. Nein! Fick dich! Yes! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ich bin gerade in Blöcken eingebaut. Das heißt, der Ghast kann mich jetzt nicht mehr abschießen im Moment. Also hier wäre ich jetzt theoretisch sicher. Muss ich nur noch irgendwie hochkommen. Und da sind Zombie-Schweine oben. Also, ich mache jetzt erstmal nochmal ein Backup, ne? Also sicher ist sicher und dann schauen wir mal, was da oben auf uns wartet. Wahrscheinlich noch 100 Ghasts oder so. Okay, also wenn ich das richtig sehe, ist die Folge schon richtig lang, aber das ist mir gerade egal. Ich möchte einfach nur noch hier hoch. Okay. Und alles, was ich jetzt im Sinne habe, einfach nicht runterfliegen. Einfach nicht runterfliegen. Dann ist alles safe. Safe and sound. So, nicht beängstigen lassen von den Schweinen. Oh Gott. Ich hab so Angst. Okay, also ein bisschen Obsidian brauchen wir noch. Um das Portal hier zu vollenden. Aber ja, das war es erstmal von dieser vierten Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben hinterlassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich frage mich, ob da noch mehr Ghasts spawnen. Naja, die Antwort werdet ihr in der nächsten Folge wahrscheinlich wissen. Und ja, bis dann, macht's gut und ciao.